Hallo ihr Lieben, ein neues Video und ich schnapp mir euch gleich mal. Das wird wieder so ein One-Take-Ding, ihr kennt das im Moment. In meiner ruhigen Phase mache ich mir das besonders einfach. Aber dafür habe ich die Möglichkeit, euch noch ein paar Videos zu bringen, ohne großen Aufwand. Das hält sich alles in Grenzen. So, ich bin in meinem Garten, Stativ in der Hand. Und mit euch tingle ich jetzt rum und werde euch gleich erzählen, was ich euch, mit euch so vorhabe. Nun gut. jetzt muss ich erstmal klarkommen, was wollte ich denn? Ist gar nicht so leicht gerade, das alles auf eine Kette zu kriegen. So, Stativ hier. So, ich muss jetzt einmal Gepäck loswerden. Dafür tingle ich gerade zu meinem Platz, wo ich ganz oft auch sitze und meine Videos beginne oder sie enden lasse. Ja, da packe ich einmal den Rucksack hin und schnapp mir gleich das, was ich brauche für dieses Video. Denn ich nehme euch spontan mit. Für den nächsten Tag ist nämlich... Na, jetzt finde ich das gerade nicht. Mit einer Hand gar nicht so leicht. So, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie doch. Wisst ihr, was ich brauche? Sowas. Denn, wahrscheinlich sogar zwei davon. Vielleicht brauche ich auch mein Stativ wieder, merke ich gerade, weil jetzt fängt das schon alles sehr kompliziert an. Ja, manchmal ist es dann doch leichter. Also, ich habe diese Tüte jetzt aufgemacht, die nehme ich mit und heute ist Erntetag. Heute werde ich wieder jemand anderes beglücken und ja, da Gemüse aus meinem Garten hinfahren. Das ist etwas weiter weg, der nächste Ort, ich weiß nicht, 10 Kilometer oder so. Alles in allem hin und zurück 20. Ich bin ja nicht mehr so fit, was Ausdauer angeht und ich habe mir gesagt, ich möchte das wieder machen, da rausfahren und heute ist das soweit. Wir haben nochmal schönes Wetter. Von den Temperaturen her geht es auch. Im Garten ist deutlich wärmer, als wenn man draußen unterwegs ist. Ja, und ich glaube, mit dem Stativ macht das mehr Sinn. Ich piek's euch hier einmal drauf. Wunderbar. Ihr habt schon überstanden. Tat doch gar nicht weh, oder? So. Jetzt haben wir hier noch eine Tüte. Ich mache heute wieder ohne Mikrofon, ohne extra Gerät. Ich denke, der Ton ist gut. Windstill genug ist es auch. So, und hier wollen wir jetzt erstmal die Luft rauslassen. Und wie fängt man da am besten an? Ich habe hier vorne, oh, das könnte alles nochmal wieder Wasser gebrauchen, aber hier vorne hatte ich ja Beete. Eine wollte ich dem Sven mitnehmen. Und die andere, bei den anderen vielmehr, hier zwischen sind noch ein paar. Da gucke ich doch mal einfach, das ist für Sven und mich hier. Die kann ich eigentlich auch gleich mitnehmen. Ja, die wird schon ein bisschen weicher. Kommen wir hier. Oh, darüber werden sie sich freuen. Guck mal, hier haben wir was Schönes. Ich gehe mit euch jetzt nicht direkt ins Beet, aber noch so ein Oschi, richtig schön. Den nehmen wir mal mit. Zack, so, das ist das Erste. So, was könnte ich denn da noch mitnehmen? Lass uns mal gucken. Oh, da lächelt mich schon was an. Ja, und dann versuche ich euch hier mal durchzukriegen, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe. Ein bisschen Hubschrauber fliegen. Ui, ich bin doch hängen geblieben. So, und jetzt haben wir hier richtig schön die Tomaten vor der Nase. Ich glaube, das ist heute ein bisschen zu umständlich hier. Ich muss das irgendwie besser koordinieren. So, jetzt habe ich euch abgestellt. So, und hier haben wir ein paar Tomaten, die ganz gut aussehen. Da haben wir eine rote. Hier haben wir eine rote. Ah, wunderbar. Hier eine schöne rote. Hm, der Duft. Die wird noch nachreifen. Können Sie sich offen hinlegen. Ui, muss ich ja mal was tun langsam. Die stützen sich schon gegenseitig. Spannend. Es wird drüben angefangen zu mähen. Aber das passt schon. Euch nehme ich nochmal mit für ein paar Möhrchen. Die kriegen wir wohl ganz gut so hin. Ja. So, hier habe ich ja Kapuzinerkresse, Möhrchen. Ich habe noch nicht gegossen heute. Man sieht es den Pflanzen ein bisschen an. Alles so richtig trocken. So, wo tingle ich denn jetzt mal rein? So, hier haben wir übrigens eine rote Rübe. Immer größer wird. Schön. So, ein paar Möhrchen. Einfach irgendwas, was vielleicht so mittelgroß groß aussieht. Oh, das sieht doch schön aus. Bisschen angeknabbert, macht nichts. Nee, das ist nur doch minimal. Ja, das stört die nicht, das weiß ich. Hier haben wir was. Da haben wir was Kleines. Ja, da sind die halt zu dicht aufeinander. Hui, da sehe ich doch was. Guck mal da. Oi, der ist bestimmt nur kurz oder so. Nee, da ist noch was dran. Sehr schön. So, ein bisschen mehr darf es noch sein. Da ist noch so eine fette. Ah, boing. Schönes Ding.
Ja. So, was nehme ich noch? Ein, zwei mehr, ne? Da passt noch was rein. Bisschen ausdünnen hier. Hilft auch immer sehr gut. Ha, siehst du, ein noch. Wo ist noch was? Da ist noch was. Auch ein kleiner. Ja, das ist okay. Wunderbar. Und die kommen jetzt auch in die Tüte. Die Tomaten muss ich nachher noch mal ein bisschen rangieren. So, was können wir den Lieben denn noch einpacken? Also Tomaten, denke ich, gibt es noch ein paar mehr. Den schnappe ich mir jetzt die Tüte. Versuch's jetzt doch noch mal so. Und ein Schmetterling. Schmetterlinge. Oh, hier ist richtig was los. Guckt euch das an. Oh, da die Biene. Wow. Ich sag ja, Minze stehen lassen. So, hier haben wir eine gelbe Tomate. Die fühlt sich richtig schön reif an. Hier sehe ich sonst nichts. Mann, jetzt geht das wieder los mit dem Schwitzen. So, da haben wir noch eine kleine, die nehmen wir mit. Dann tingeln wir hier nochmal durch. Oh, ist hier was los? Hört ihr das? Ich weiß nicht, wie gut der Ton bei solchen Sachen ist. So, hier haben wir noch Tomaten von der... Ne, die sind was geworden. Zuckerbusch. Hier sind doch noch welche zu ernten. Guckt euch das einer an. Von den Pflanzen, wo ich nichts mehr erwartet habe. Sieht doch super aus. So, wo habe ich die Tüte hingestellt? Oh, hier, guckt ihn. Ah, oh, sehr schön. Das ging zu schnell. Seht ihr, wie jetzt hier die Tropfen runterlaufen? Ich überlege ja derzeit, vielleicht was an meinen Haaren zu ändern. Oh, jetzt habe ich die Brennnessel noch erwischt und habe vergessen, wo ich meine Tüte hingepackt habe. Also ich denke, die Tomaten nehme ich auch noch mit. An anderer Stelle gibt es auch noch mal was. Oh, wie schön. Oh, der Schmetterling. Ja, schön. Ach, herrlich. Ja, ich hoffe, euch geht das nicht zu schnell. Aber ihr kennt mich ja, mal so, mal so. So, was haben wir hier vorne denn noch? Also schmetterlingsmäßig ist hier ordentlich was los heute. Hier liegt noch die Albino-Tomate. Das letzte Video, wer das von euch verpasst hat, was das auf sich hat, das ja, zeige ich da letztendlich. Und hier hinten habe ich noch eine Tomate. Guckt euch die an. Ich weiß nicht, welche das ist. Ist es schon die Czerny Prinz? Ich dachte immer, die da hinten wäre das. Oh, die ist schon auch schon schön weich. Die nehme ich mal mit. Ja, die sieht doch super aus schon. Da wird sie noch ein bisschen nachziehen. Schön. So, jetzt muss ich aber auch mal mir gleich von der Stirn mal den Schweiß entfernen. Sonst wird das hier nichts mit uns. Oh, in meinem Garten ist das immer so warm. Ja, wisst ihr, wo ich die Tüte hingepackt habe? Ach ja, das ist auch typisch Lars. Das passiert eigentlich den ganzen Tag, wenn ich hier bin. Ich habe zwei, dreimal so viel Laufwege. Ja. Oh, guckt euch mal den Goldmond an. Sieht das schön aus. Oh, sieht das schön aus. Ich finde den echt prachtvoll. Ach, wenn ich dann schon mal hier bin, kann ich doch mal ein bisschen näher rangehen. Das Handy macht so schöne Aufnahmen. Was krabbelt da denn? Eine süße Spinne. Oh, ich muss näher ran oder kann näher ran. Egal, soll jetzt nicht sein. Ich schweife mal wieder ab. So, während ich hier Kilo um Kilo abnehme. Ist hier vorne bei den Schwarzen noch was? Ja. Ja, die sind noch richtig, richtig fest. Das lassen wir mal in Ruhe. So, was wollte ich? Ich wollte die Tüte mitnehmen, ne? Die da. So. Ups. Hat sich was in meinen Haaren verfangen. Immer wenn ich schwitze, kommen die Fliegen. Kein Wunder. So. Ding, ding, ding. Oh, da habe ich noch was entdeckt. Da habe ich noch was entdeckt. So. Hab das hier stehen lassen, ohne es umkippt. Natürlich nicht. Schon besser. So, hier habe ich noch was Rotes in der. Guck mal, wenn die nicht schön aussieht. Sehr schön. Herrlich. Also Tomaten werden sie ein paar kriegen. Ist das noch gut? Ja, das ist auf jeden Fall gut. So, die kommt dann auch da rein. Was haben wir denn hier? Schön, es gibt vielleicht Zucchini-mäßig was. Da ist doch was. Da ist doch was. Dann gucken wir doch mal hier hoch. Na, groß geworden sind die aber noch nicht. Ja, nee. Knister, Knaster, da will ich euch mal befreien von. So. Ja, der Kohlrabi sieht ja eigentlich auch schon ganz gut aus, ne? Boing, sorry Leute. Da war ich ein bisschen, also das Ding ist echt riesig, ne? Also, schönes Teil. Ja, Erbsen möchte ich nicht so gerne abgeben, weil ich die so gerne nasch. Sind schon wieder viele fertig. Ja. Ach, und das sieht so schön aus hier mit den Radieschen.
Tiere. Sehr schön. Ach, das freut mich immer besonders. Gut, guck mal da vorne, da haben wir wieder jede Menge Rudi. Ich habe jetzt nun schon ein paar eingepackt. Wenn ich mal genau gucke. Ne, die bleiben bei mir. Die haben wir ganz am Anfang mitgeerntet. Zuckerbusch haben wir auch schon. So, dann tingeln wir hier gerade zum Foodsharing, stand ich immer. Oh, guck mal, habe ich ein Glück. Das sind nämlich die hier, die man so total gerne. Was eine schöne Farbe, oder? Boing, schon wieder. Das läuft ja richtig gut heute hier mit Anstoßen und so. Ja, hier ist noch eine kleine, die kriegen sie. Die nehme ich den noch mit. So kleine Cocktailtomate. Die ist ja schon, das ist ja schon eher eine Murmeltomate. So, und ich überlege, ob ich einen Kürbis mitnehme. Hier so ein weißer. Man pflanzt mal unbedingt mal Dünger. Da sind auf jeden Fall. Ja. So, egal. Hier laufen wir nochmal durch. Was können wir dann noch mitnehmen? Den hier erstmal einpacken. Genau, da war die Tüte. Hier liegt nochmal Abwaschkram vom letzten Grillen. Ja, wir können ja mal weiter gucken. Wie wäre es denn mit Zwiebeln? Vielleicht noch eine Zwiebel. Aber nicht die schöne große, die will ich noch züchten. Oh, hier geht das gut ab. Da hinten nehme ich mal eine mit, eine kleinere. Ja, das ist gut. Die haben wir, nee, die nehme ich direkt mit. So, das sind die roten. Erdbeeren läuft nicht mehr. Peter habe ich schon eine reingetan. Maggi-Kraut, ja, weiß ich nicht. Ich packe einfach mal ein. Ich hoffe, die lassen sich abknapsen. Ich weiß nicht, wie das war. Ja, das geht durchaus. Ein so ein Blättchen. So, was haben wir hier? Auch Oregano. Oh, hier brummt das. Schön, ne? So, Petersilie. Oh, das riecht so schön. Oh, also Maggi-Kraut, Liebstöckel, das ist so ein schöner Duft. Das möchte ich nicht mehr missen. Hier ist er. Oh. Ist natürlich. Oh, ist das Ding gerade umgekippt? Ja, tatsächlich. Hupsi. Ja, so beläuft auf der Stirn. Ich will noch ein bisschen Zwiebel mitnehmen. Mal gucken, was ich da noch finde. Und da hinten sind noch andere Tomaten. Hier die Zucker. Gar nicht. Die Sunweaver. Da hängt sie noch dran, da unten eine kleine. Aber wachsen tut da nichts. Krass. Seht ihr das? Da ist keine Minze mehr dran. Gibt es irgendwelche Tiere, die futtern? Oder die sind jetzt alle da unten gelandet? Ja, sieht auch ganz danach aus. Spannend. So, habe ich hier noch eine Zucchini. Um meine Zucchini-Pflanzen habe ich mich ja so gar nicht mehr gekümmert. Nee, da ist nichts zu sehen. So, oh, ich schwitze. Aber hier, ne? Auch die Tomaten, um die ich mich nicht gekümmert habe, aber gegessen habe ich sie schon. Deswegen kann ich da auch noch eine abgeben. Alles Verschiedenes. Da unten mal irgendwo was. Hier liegt auch eine auf dem Weg. Ich habe mich echt nicht weiter gekümmert. Lass sie wachsen, so wie sie gerade wachsen wollen. Da nehmen wir nochmal eine mit, eine kleinere. Und da haben wir auch noch eine rote schöne. Hier. Da, die nehmen wir auch noch mit. Das sind zwei verschiedene rote Sorten. Deswegen muss ja so eine kleine Auswahl. Oh, ich freue mich. Das macht so einen Spaß für andere Menschen. Ab und zu mal eine Freude zu. Also die wissen nicht, dass ich komme. Ne? Also ich mache einfach. Und ich habe auch noch ein Stück zu fahren. Da habe ich auch überlegt, ob ich euch an der einen oder anderen Stelle mal mitnehme und mal ein bisschen unsere Landschaft zeige, weil ich habe, oh, der Wind, ne? Ist das so besser? Ich habe noch was Gelbes gesehen. Und zwar da. Hier. Ja, die nehmen wir auch noch mit. So, Tomaten haben die dann echt en masse, aber das kann man auch schnell in einem Gericht verarbeiten. Ihr da draußen, ihr wisst, wie das ist. Für alle, die das schon gemacht haben. Ja, so, jetzt brauche ich ja noch Kartoffeln, ne? Kartoffeln oder so? Ich habe voll den Überblick verloren. Ich bin einfach rumgelaufen. Aber immer abwischen. Ganz gut. Oh. Kichererbsen? Ne, die wollte ich behalten. Also Kichererbsen, das ist ein ganz schöner Aufwand, wenn man viele haben möchte. Ach, hier die Ringelblume, so schön. Gott, hier sehe ich nichts mehr. Petersilie. Petersilie. Genau. Ist da noch was? Hier, guck mal, versteckt. Da, ich lasse einfach wachsen. Hier irgendwo auf der Ecke war auch mal was, aber das habe ich. Ja, das kommt nicht mehr, das alles durch. Das ist aber einfach eigentlich nicht so gut. Die können nachher alle weg. Ja, hier sehe ich nichts mehr. Hier könnte ich noch wildes Gemüse mitnehmen.
So, aber man nicht. So, jetzt habe ich ein Beet hier vorne noch. Ja, Chaos, ne? Bei mir ist immer hüpf hier, hüpf da, von links nach rechts. So tick ich. Ich bin nicht so der geradlinige Typ, würde ich sagen. So, hier, guckt mal. Ach, wie schön. Und soll ich euch was sagen? Mir fällt gerade ein, dass ich ein Messer mit habe. Somit kann ich an dieser Stelle, jetzt muss ich euch mal zwischen das Knie klemmen, ich hoffe, da geht, da die große Pflanze, da ist mein Messerchen. Oh, ich habe wohl noch nicht genug Spinat heute gehabt. So, jetzt gucken wir mal. Das ist nämlich Ananas-Salbei und ich würde sagen, hier kann ich den was mitnehmen. Zack, oh, schönes Ding. Nehme ich gleich noch einen zweiten mit. Und da fällt mir doch gleich noch mehr ein. Zitronenverbene, Orangenverbene. Und wo ich hier gerade bin, weil das mit der Kamera ist echt lustig, wenn mir hier jemand zusieht, ne? So. So. Ui, das war auch nicht so clever. Aber immer weg vom Körper, da kann man nichts verkehrt machen. So. Physale sind auch noch nicht so weit, denke ich. Doch, die sind close. Da können wir mal reingucken. Hier, guck mal, ich habe mal gerade einen geschlürft. Oh, ihr wackelt runter, ne? Also hier haben wir den. So, mach mal auf. Oh, viel zu grün. Also da will ich nicht... Oh, es fängt aber an zu kleben. Gibt's grüne? Jetzt überlege ich gerade mal. Oh Leute, soll ich da reinbeißen? Wenn ich das mache, dann guckt ihr zu, ne? Das wollt ihr bestimmt sehen. Oh, die klebt. Also so Zucker und so. Also hier, da ist auf jeden Fall klebrig. Oh, ich traue mich. Ich traue mich nicht so richtig hundertprozentig daran. Aber was immer geht, und so kann ich das machen. Es ist kein Drama. Mal was anzuprobieren, ne? Also ich bin jetzt gewarnt, das Ding ist ganz, boah, das klebt, als wäre so richtig so eine Klebefläche. Hier, pass mal auf. Das ist so. Sehr clever. Auch noch vorher dreckig gemacht. So, ihr wart live dabei bei Lars im Schabernack. Was mache ich denn jetzt? Die ist voll dreckig. Ich muss euch wegstellen, das nützt nichts. Ihr könnt euch mal schön zurücklehnen, während ich diese Physalis wasche. Und ihr dürft mal bei mir das Wetter genießen. Guck mal da. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, es kippt. Hier muss ich was ändern. Wo kippt das denn hier die ganze Zeit? Da. Oh, dann ist das ganze Video schon passiert. Nee, hier auch nicht. Wo geht denn das? Und die Physalis ist nochmal runtergefallen. So, viel Spaß. Ich bin gleich wieder da. Hier, ihr Lieben, ich bin schon wieder da. Also das ist jetzt der Test. Gar keine Frage. Mein Gefühl sagt mir, das Ding ist noch nicht reif. Das Einzige, was mich jetzt dazu bewogen hat, war einfach, dass es schon so klebrig ist. Aber es wird wahrscheinlich hammersauer. Das pfeift beim Raufdrücken. Das pfeift aus irgendeiner Pore. Nee. So sieht das dann von innen aus. Ja. So. Ist nie passiert. Sind die weiß? Guck mal. Sind das weiße Tomaten? Ui. Na, ne, wieder nicht so clever hier. Schatten. Da. Seht ihr die da unten? Guck mal, das sind doch weiße Tomaten. Die sind doch auch schon reif. Bin heute echt ein bisschen trübbüdelig, ne? Immer komme ich irgendwo gegen. Ihr werdet das schon verkraften. So, und hier unten. Ui, hier weht ja einiges an. Oh, die sieht gut aus. Gut aus. Die ist definitiv schon reif. Da auch, was haben wir hier? Dreck. Ui, schön. Guckt euch das an. Da, das ist doch nochmal so eine schöne weiße. Sieht doch gut aus. Ne? Die kommen auch noch mit, weil sie ja nicht genug Tomaten haben bisher. So, und ich glaube, dann bin ich auch schon fast durch. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Dann würde ich sagen, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Nehme ich euch mal in die Richtung mit. Cool. Kann ich das ein bisschen wegpacken?
Wisst ihr was? Jetzt habe ich doch noch was. Und zwar gehe ich jetzt noch an einen Ort, von dem ich was hole. Also, da hinten habe ich ja meinen Kartoffelacker dahinter den Tomaten. Da, vielleicht seht ihr was. Und ich tingle jetzt mal zu meinem Bunker, weil ich habe ja schon ordentlich Kartoffeln geerntet, auch schon einiges gegessen. Die schmecken so super lecker. Also mit dem Sven zusammen gekocht, beziehungsweise er hat gekocht. Ich habe mich mal bekochen lassen, richtig schön. Und richtig herrlich. Das war auf jeden Fall ein Gedicht. Weil, was war da drin? Zwiebeln, rote Beete, Kartoffeln, irgendwie noch mehr. Und das war super lecker. Mit Kräutern. Und ich hatte ihm da ja so ein Paket fertig gemacht, habe ich im letzten Video erzählt. Davon haben wir gegessen. Es war ultra lecker. So, hier ist mein Bunker. Und was kann ich euch denn zeigen und was nicht? Nö, sieht alles gut aus, würde ich sagen. Ich habe nichts zu verstecken, keine Sorge. So, hier hinten sind wir. Hier habe ich ja noch mein Behältnis, was ich auf dem... Echt mega gut. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt in einem Video, das Ding? Ich habe hier so ein Teil mit Horn zum Entsäften. Doch, habe ich mal gezeigt, ne? Hier so mit Horn, richtig schön. Da werde ich, denke ich, lebensmittelmäßig nichts machen. Ich habe überlegt, ob das eine Außendusche wird. Also hier so eine, ne? Das Ding irgendwie schwarz lackieren und kommt das warme Wasser dann nachher unten raus. Kann aber sein, dass ich den verbrenne. Da muss ich ihn natürlich regulieren. So, und hier unten habe ich noch Kartoffeln. Den Boden nehme ich jetzt mal. Kann ich nichts sehen. So, hier geht's raus. Hier steht noch meine Bunkertür. Das hat ja alles nicht so geklappt, wie ich das vorhatte. Wobei ich es am Ende dann doch gut fand. Aber eingebaut habe ich sie immer noch nicht. Bei der Geschichte brauche ich auch Hilfe. Also ich habe nicht so das Werkzeug, um einen Stein rumzubohren. Außer ich möchte das tagelang machen. Und das sind schon so Sachen, die mir schwerer fallen. Ihr seht ja, was ich so mache und was ich nicht mache. Das gehört auf jeden Fall dazu. So, wir sind bei den Kartoffeln. Ihr kommt wieder ins Stativ, aber ich hole euch ein bisschen früher ran. Genau, ein bisschen näher ran. So. Okay, hier müssen gucken, die hängt schon wieder fest. Wisst ihr was, ich bin heute schon wieder so ein Stresser. Das habe ich Tage. Das ist auch okay. Ich mache mich da jetzt... Das ist ein Tier, das war ja richtig laut. Ich habe nachher noch was vor und jetzt auf jeden Fall noch eine Radtour. Und das wird für mich richtig Sport, da werde ich richtig schwitzen, gehe ich von aus. Ja, wir sind jetzt bei den Kartoffeln und da will ich doch einfach mal zeigen, was ich da raushole. Was nehme ich denen dann mal mit? Wisst ihr was? Die kriegen von mir. Ich habe nämlich auch Delikatesse-Kartoffeln rausgezogen. Die sind super, super lecker. Guckt mal. Da kriegen sie was mit. Da habe ich noch ein paar mittelgroße. Oder kleinmittelgroß, wie auch immer man es möchte. So was, das kriegen sie noch mit. Die haue ich schon mal rein. Beutel nehme ich gleich mit. Moment. Das läuft doch, also richtig organisiert das Video heute. Ne? So. Ich muss mir unbedingt noch ein Sarkasmus-Schild basteln, weil viele verstehen das gar nicht, habe ich gemerkt. Da tickt ja jeder anders und nicht jeder kann damit umgehen, das verstehe ich auch. Aber gehört so zu meinem Humor. Vielleicht war es auch Zweckoptimismus. So, hier ist irgendwie was nicht so schön. Das kann ins Beet. Aber wahrscheinlich noch ein Tier anfordern. Die müssen nicht. Das andere sieht wieder aus. Schön. Ja, das reicht, denke ich. Da, die kriegen sie noch. Die kriegen sie noch. Ja, da warten noch so viele Kartoffeln im Boden. Ich war überrascht, wie viel da dann doch rumkam. Das Ding bringe ich kurz weg. Ja, das will ich sagen. Das heißt, ich nehme mich wieder mit, weil ich will ja nicht auf Pause drücken. Das macht mir das beim Schneiden nachher einfacher. Für die, die das nicht so wissen. Vielleicht auch zum ersten Mal hier sind, die kennen das gar nicht oder wissen gar nicht, dass ich gerade eher so eine Art Urlaubszeit habe. Und ich habe gesagt, wenn ich ein Video drehe, dann mache ich das irgendwie so ein One-Take-Ding oder minimal schneiden. Ansonsten lasse ich das. Ich habe im Moment einfach Quality-Time auch mal nötig. Viel Erholzeit in dieser Richtung. So. Hier sind wir wieder. Zip, 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 zip. Der ist drin. Deckel drauf. So, jetzt habe ich hier noch was ich euch zeigen möchte.
Das Teil hier, guck mal an, das habe ich von den Waldgeistern, habe ich letztens schon mal gezeigt oder dieses Jahr schon mal. Das ist ein Holzvergaser. Vielen lieben Dank auch nochmal an dieser Stelle. Nach wie vor Freude. Benutzt habe ich ihn aber immer noch nicht. War noch nicht dran, aber ich halte ihn in Ehren und der wird noch seine Zeit bekommen. Ja. Die Dinge habe ich vom Herbert geschenkt gekriegt. Da freue ich mich drüber. Darf ich behalten. So, ich drehe mal so. Na, seid ihr mitgekommen? Da bin ich mal gespannt. Übrigens, genau solche Sachen mache ich ja ab und zu. Erklärt habe ich das auch schon im letzten Video. Und ja. Dann sieht man bei den Aufnahmen immer eigentlich, wie schön das ist. Und eins, was richtig schön war, war hier diese Aufnahme, diese Vogelperspektive, dieses oder Helikopter oder wie, ich bleib hängen. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, ich kann, könnt ihr euch das nochmal zeigen? Ach komm, ein bisschen warten. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe es einfach so gemacht und habe die Antenne noch weiter. Und was anderes war es nicht. Müsst ihr euch im letzten Video angucken. Ich habe gerade gemerkt, so, wenn ich das jetzt rausschrauben will, dann wird das Video nicht fertig. So, ich schnappe mir die Sachen jetzt. Habe ich das noch verdient, eine Pause zu machen? Würde ich sagen, ich mache definitiv eine Pause. Oh, schön. Guckt mal. Mein Begleiter. So, ich mache eine Pause. Dann gibt es wohl doch einen Schnitt. Einen in der Mitte. Na, geht da rein. So, und ja, ich überlege gerade. Ich habe noch andere Ideen. Ah. Gelbe Beete sieht auch toll aus. So, ich werde euch wohl jetzt doch mitnehmen. Direkt los, habe ich gerade mir vorgenommen. So. Echt los. Oh je. Ups. Machen wir mal so. Oh. Ich bin heute echt ein Trampel und ein riesen Schussel. Das gefällt mir gar nicht im Grunde genommen, aber ich will zu viel auf einmal. Aber das ist immer noch besser als schneiden. So. Wird besser. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Manövrierfähigkeit, wenn ich euch jetzt da hinten irgendwo hintrage. Das Stativ muss ja jetzt irgendwie weg. Das kann ich hier vorne oder möchte ich hier vorne stehen lassen. Vor allen Dingen nächsten Tag ist auch ein bisschen Regen angesagt. So, jetzt muss ich mal ein bisschen. Wisst ihr, das war nicht so ganz durchdacht. Ich mache euch nochmal klein an der Runde im Moment. Wozu nehme ich eigentlich die ganze Zeit die Tüte mit? Oh Mensch, du. Ich habe auch echt nur Blödsinn im Kopf heute. Könnt's mir so einfach machen. So zum Beispiel. So. Oh, ist mir warm. Uiuiui. Ach, herrlich. Hier, da guckt ein bisschen Himmel. Hier ist gerade Privatsphärenzone. Ich muss euch alles zeigen. So, und hier mache ich einmal das Stativ hin. Dong. So, seht ihr mich? Was brauchen wir denn jetzt? Das Stativ wäre gar nicht so schlecht, aber es ist so sperrig im Rucksack. Das Handy mit. Und da ich sowieso fahre und euch da nicht die ganze Zeit mithaben werde, sage ich an dieser Stelle noch nicht tschüss. Ich muss jetzt erstmal aus der Halterung. Wenn das irgendwie. Ah, das ist doof von dieser Seite. Moment. Ich bin davor vor der Linse. So, jetzt ist alles gut, oder? Was sagt ihr? Hm? Mal gucken. Ja, es läuft noch. Boah. 29 Minuten sind da schon drauf. Aber das gehört nun dazu. Und ist auch völlig okay. Moin. So, ich schnapp mir jetzt die Tüte nochmals. Oh. Das ist der erste gelbe. Oh, ihr Lieben. Oh, da liegt auch schon einer, aber der ist ein bisschen am Faulen. Guck mal, der kriegt schon Farbe. Der ist noch nicht so weit, aber das lässt doch hoffen. Das ist so lange nicht mehr Daumen. Aber wohl, wenn ich den Rest angucke, da ist ein bisschen was faulig. Aber andere, die sehen noch ziemlich grün aus. So, jetzt habe ich es auch schon fast. Schauen wir mal. So, euch lege ich jetzt einfach mal hier hin. Über Kopf. Geht das, ihr Lieben? So, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt, ne? Habe ich Hallo gesagt vorhin? Ja, manchmal verteile ich so einfache Sachen. So, das sollte jetzt möglichst sinnvoll sein.
Wisst ihr was? Ich habe mich gerade zu etwas entschieden. Ganz spontan. Erstmal die Suppe läuft, aber hui. Kennt ihr das schon? Manchmal, ich kann nicht so viel auf einmal, denn ich bin ja auch nicht mehr 20 oder so. Oh. So, jetzt soll gut sein. Also hier ist richtig Schmetterlingsbetrieb heute. Das ist echt eindeutig zu merken. Da kommt der nächste, der flattert da rum. So, jetzt machen wir aber. So, ich mache jetzt ein Close-up. Vielleicht gibt es gleich noch ein Spontan-Video, wie auch immer. Das werdet ihr erfahren. Vielleicht auch keins. Mal gucken. Und hier die Geschichte da. Da hier die da. Also ich habe da noch kein Tier gesehen, da oben. Na? Das ist der nächste Schmetterling. Auch wie schön. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Und sage an dieser Stelle tschüss, euer Lars. Und weg, mein Zug wartet. So, da bin ich. Und ich habe gerade nur kurz meine Sachen gepackt. Was getrunken, ja. Und ich habe noch einen Rohkostriegel in meinem Rucksack entdeckt. Somit werde ich mich jetzt nicht nochmal groß stärken, sondern mir mein Rad schnappen und einen Ort weiter nach Schwesing und da ein bisschen Gemüse hinbringen. Dort wird auch keiner zu Hause sein. Das Ganze ist generell eine Überraschung. Und aber ich werde jetzt ein bisschen durch die Gegend tingeln, euch nicht komplett mitnehmen. Dieses Video wird geschnitten. Da könnte ich sehr viel Freude dran haben. So Abenteuer mag ich immer sehr gerne. Und wir fangen hier an vorne mit, ich glaube, ich habe gerade vielleicht sogar den Zoom wieder verstellt. Nee, ist noch auf weit. So, mit dem Gaul geht es jetzt los. Ich werde meine Gartentür schließen. Und zu euch sage ich an dieser Stelle, wir sehen uns dann gleich an anderer Stelle. Ich blende euch das mal über. Bis gleich. So, Film mache ich jetzt mal neben der Strecke. So kann mir keiner was sagen, dass ich hier mit Handy rumfahre. Auch wenn es nah dran ist. Ja, bin ich selber schuld, wenn ich auf die Klappe fliege. Also, ich habe Folgendes vor. Dafür schiebe ich auch ein Stück für euch. Moment, da kommt wer. Geht gleich weiter. Und zwar hier ist das so eine kleine Fahrradfußgängerbrücke. Und das, was ihr da hinten durchseht, was ihr oben schon ein bisschen erkennen könnt, da warten die Mauseberger auf mich. Da geht es jetzt erstmal durch, komme auch immer an Pferden vorbei. Und nach dem Wald versuche ich auf die Schleswiger Strecke zu kommen. Und ich denke, auf der Landstraße werde ich mich mehr melden. Vielleicht schon gleich aus den, Sonnenbergen, genau, aus den Mausebergen. So, bis gleich. Ah, das ist so schön hier. Das sind die sogenannten Mausberge. Schön hier. Aber ich bin schon gleich durch. Das sind nur, weiß ich nicht, was ist denn das? Nur ein paar hundert Meter, würde ich sagen. Das ist schon quer durch. So, genug Weitwinkel, genug Finger in der Linse. Ich bin schon durch und ich denke, wir sehen uns gleich irgendwo auf dem Land wieder. Bis dahin habe ich jetzt Funkstille. So, also durch den ländlichen Raumtingel zeige ich euch mal diese tolle Vielfalt auf unseren Äckern. Ist das nicht toll? Ich habe leider gerade keine Hand frei, um das Sarkasmus-Schild zu halten. So, und ich bin jetzt schon gleich da. Das ist der Ort und ja, ich habe eindeutig zu viel Verkehr. Ja, immer ein bisschen nach oben gefilmt. Ihr sehen könnt, ich habe natürlich meinen Blick immer Richtung Störhase oder Weg. Das ist auch gut holprig. Ich habe auch einen halben Plattfuß. Da mache ich mir das Leben auch nicht leicht, Rollwiderstand und so. Ja, nun haben wir es gleich. Ach, eine schöne Tour. Also hingekommen bin ich schon mal richtig gut. Im Vergleich zum letzten Mal habe ich eine andere Route gewählt, weil da hinten bin ich berghoch. Und das kannst du natürlich voll vergessen. Da tut man sich nichts Gutes. So, hier ist so viel Betrieb. Ich würde sagen, bis gleich. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden mit mir. Denn die Tour, die läuft echt glatt. Oh, ihr seid im Wind. Da muss ich mal ein bisschen umdisponieren. So, Quatschkopf, Lars ist wieder am Start. Ja, der Wind ist jetzt halt mal gerade so. Jetzt weiß ich auch, warum ich so schnell hier war. Ja, aber ich habe ein gutes Stück bergab vor mir, deswegen einmal zwischendurch ein bisschen berghoch, aber nicht viel berghoch. Also die aus Bayern, Österreich, Schweiz, die werden lachen, was ich berghoch nenne. Aber man muss dazu sagen, meine Fahrräder, die haben auch immer nur einen Gang.
meistens, maximal drei. Auf jeden Fall, wenn ich wählen kann. Damit spart man sich eine Menge Geld für Technik, aber naja, tut was für seinen Muskelaufbau. Ja. Ach, ist das herrlich. Ich schiebe auch noch mal ein kleines Stück. Ja, ich bin echt happy damit, weil ich wollte ja immer gerne noch mal nach Kiel fahren zu dem lieben Klaus. Wir haben ja immer so ein bisschen rumgespaßelt mit ernsten Absichten, aber es ist immer noch eine Frage, ob man das hinkriegt. Ich glaube, der Klaus ist ja schon mit ein bisschen mit Elektromotor. Irgendwie war da was. Ich will hier mit so einem Eingangtreter dahin eiern. Hab mir da auch schon mal so ein bisschen Route ausgeguckt. Wollte auch schon mal spontan nach Kiel fahren. Aber ich war nicht fit, das Timing passte nicht. Und deswegen konnte man das vergessen. Ordentlich was los auf den Straßen. So, jetzt wird es ein bisschen windstiller. Oder war es gerade eigentlich auch schon? Ah. Eine schöne Zeit. Ja, zurück zum Thema. Ich habe gerade das Gemüse abgegeben und tatsächlich, es war jemand da, ich konnte es noch abgeben. Habe erzählt, dass ich ein Video drehe und so. Eigentlich schon eins gedreht habe, das Erntevideo. Und jetzt die Tour. Ja, dabei wollte ich euch ein bisschen schöne Landschaft zeigen, aber das gelingt mir nicht ganz so, weil grundsätzlich ist hier alles flach. Aber auf dem Weg hierher habe ich schon gesehen, das sieht größtenteils alles so aus. Also absolute ne? Monokultur und so. Und dann, das ist ja hier zum Energiegewinnen, bla bla, also gar nicht zum Essen. Von daher, ja, aber ich muss euch das ja nicht klären. Die Leute, die bei mir zuschauen, wissen schon, worauf ich anspiele. Da sind wir weiter in Handlungsbedarf. So, der Wind ist durch, ich weiß, aber ich habe noch was zu erzählen. Und zwar, das kam mir so ganz spontan in den Kopf, weil ich die Felder. Oh, jetzt der Wind viel zu doll, ne? Oh, ihr Lieben, das war mir late. Ist das so ein bisschen besser? Vielleicht hatte ich sogar den Finger vor der Linse, fällt mir gerade so auf. So kann das, ne, ich spüre das richtig in der Hand. So vielleicht, ne, kannst vergessen. Na egal, ich habe auf jeden Fall vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Firma, will ich jetzt nicht sagen, aber Kontakt zu einem Projekt, was auch so ein bisschen für die Zukunft was macht. Und da geht es halt darum, die Komposttoilette, die ich auch gerne in meinem Garten hätte. Oh, wie sich das reimt. Die Komposttoilette gesellschaftstauglich zu machen. Und das ist wirklich so eine Art Pilotprojekt. Also absolut, da gibt es nichts Vergleichbares. Es gibt genug, die darauf hinweisen, dass dass jede Menge Wasser sparen kann und auch Klopapier und so weiter und so fort. Und man da auch Klopapier im Moment. Nee, Klopapier nicht. Aber jede Menge Wasser. Aber mit Klopapier gab es auch irgendeine Lösung. Nein, es sind keine Muscheln oder Steine oder keine Ahnung, irgendwas war da. Egal, da will ich mich nicht. Worauf ich hinaus wollte, dass es wirklich ein Projekt gibt, die dafür kämpfen, gerade in der jetzigen Zeit, dass sowas gesellschaftsfähig wird. Und ich finde das total spannend, dass auch, na, kenne ich den? Moment, LS? Nein. Viel zu laut für solche Themen eigentlich. Also diese Themen, die greife ich irgendwann auch nochmal auf. Das ist jetzt nicht nur kurzes Gehirngefasel. In irgendeiner Art wird das auf jeden Fall in der Zukunft in meine Videos finden. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass so viel auf der Landstraße los ist. Ja, ich weiß, Urlaubszeit, Ferienzeit, die ganzen Geschichtchen. Aber also, das ist auch was ich die letzten 10 Jahre bei uns im Ort gesehen habe, wie viel mehr Autos da einfach sind. Und ja. So, jetzt ist ruhig, ich muss die Pause nutzen. Tschüss sagen vielleicht, reicht das für heute? Ich glaube, ich muss euch das nicht mehr groß zeigen. Ich werde noch ein paar Naturaufnahmen hinterher schieben, sollte ich irgendwie noch was einfangen können, aber ich denke, ich bin durch. Und ja, das war eigentlich nur so ein spontanes Video hinterher, eine kleine Reise. Viel gab es nie zu sehen, ich weiß. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ein ganz kurzes Video und ich bin weg. Tschüss, euer Lars und hier aus dem Zug. Hui!